Ja, wieder mal hallo YouTube zu Let's Play Rusty Hearts. Wir wurden ja von einem Boss geplättet voriges Mal, also da möchte ich auch nicht mehr dazu sagen. Ich fühle mich immer noch gekränkt. Naja, mal Spaß beiseite, wir haben jetzt noch eine Quest zu tun, so wie ich das sehe, und hier können wir, glaube ich, immer noch nicht hin, aber ihr werdet mich auch vielleicht eines Besseren belehren, falls ich denn falsch liege. Ja, Upper Plant, da müssen wir jetzt hin, und wir fangen mit normal an. Archer, fängt mir sehr gut an. Was war er? Das habe ich jetzt nicht übersehen im Text, aber ja, und was auch immer irgendwie interessant ist, immer das, was man nicht weiß, aber man, wenn man weiß, dass man irgendwas übersehen hat oder so, dann ist man erst recht irgendwie neugierig drauf. Also irgendwie. Mich würde jetzt wirklich interessieren, was der da gelabert hat, von was er gewesen sein soll. Oh, das sind ja auch wieder Bogenschützen. Da hat mich gerade nicht erwischt, der ja, Dreizack-Typ. Ich glaube, das war ein Dreizack. Ja, und logischerweise hat er auch mal getroffen. Das war beide, ja. Das war sehr super. Nein. Ja, diese Monster machen mich wie immer, wie ihr es natürlich gewohnt seid, total fertig. Ich bin jetzt beim 1, 2, 3. vierten Raum und wurde viermal getroffen. Also ja. Da kommen natürlich wieder Monster. Und ja, lass mich vielleicht mal fertig kämpfen. Dass ich es zumindest auch sehe. Da war nichts mehr. Okay. Was ich mich jetzt irgendwie auch frage, ist, ob wir jetzt wirklich Rang S sind oder ob das wieder nur irgendwie dasteht und dann sind wir es doch nicht. So wie wir es ja in meinen vorigen Videos öfter gesehen haben. Und es scheint so, als ob wir sogar SS wären. SS. Okay. Ja, ich beschwere mich nicht drüber. Ja, und
Ich weiß nicht, wie es bei denen so aussieht mit der Trefferquote, aber ich würde die mal einfach auf ja, um die 90-100% schätzen. Also auf jeden Fall besser als jetzt als meine Trefferquote bei Ego-Shooter. Nein, natürlich nicht. Also bei Ego-Shootern, da bin ich total der Profi, da kann mir keiner irgendwas anrichten oder ausmachen. Boah. Und wir haben den Boss hier. Nein. Ich hasse dich, Boss. Also suchen wir uns auch. Ja, jetzt reicht's aber langsam mal. Ich könnte selber ein bisschen ein kürzeres Schwert haben, finde ich. Ach Gott. Mach mal halblang, du Affe. Oh Gott, das ist. Oh, da ist ja nur so in der Mode, dass er keinen Schaden bringt. Nein, lass mich! Will der mich jetzt irgendwie verarschen? Nein, nein, lass mich weg! Puh! Cool, der teleportiert sich, wie die Map anscheinend irgendwie sagt. Und du irgendwie. Ja, das war jetzt aber doch reichlich unlogisch, oder? Habt ihr doch gesehen, dass. Ja. Mein Handy muckst schon wieder herum. Ich hab das irgendwie ein bisschen leichter in Erinnerung mit den Bossen hier. Ja, der war wirklich brutal. Oh mein Gott. Ja, also, wie ich vorhin schon leicht angedeutet habe, die Story wurde auch in die Instanzen mit solchen Szenen also reingepackt. Was ich auch eigentlich ganz gut finde. Es kommt schon relativ nah, finde ich, mit der Story, also von der Story her, an irgendein Einzelspielerspiel ran. Meiner Meinung nach könnten das auch mehrere Online-RPGs machen. Ich finde, das ist einfach eine ziemlich nette Idee. Ja, ein Autorevolver. Das ist deutsch und das haben die extra auf Deutsch übersetzt, damit die. Ja, ja, einfach, die haben es auf Deutsch übersetzt, damit wir wissen, was ein Autorevolver ist, weil, ja, ich schwafel schon wieder sinnlose Scheiße. Und ich gebe einfach mal die Quest ab. Was ich mich auch irgendwie gerade frage, ist das Zeichen hier, RAN in einer Sprechblase, es steht nicht in der Erklärung oben. Ja, okay, just a report. Ja, ist jetzt völlig egal, weil wir eigentlich was Besseres haben.
Und dann auch Quest nehmen. Accept. Daten hier, die wir jetzt hier müssen. Quest. Ja, Handy macht jetzt die ganze Zeit rum, das gibt's doch nicht. Ja, ich glaube, ich wollte auch was verkaufen. Ja. Mal noch durchsehen, ob wir irgendwas haben, was wir anlegen könnten. Weil es vielleicht besser wäre. Aber sieht so aus, als ob wir nichts anlegen können. Okay. Dann verkaufen wir das, 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 das. Und das ist so gut. Ich würde einfach mal sagen, das eine behalten wir jetzt. Ab. Okay. Das legen wir ab. 1, 2. Nein. Ich schaue jetzt. Das noch, das noch. Ja. Okay, das hat funktioniert. Dann hier hat nur noch der unten eine Story Quest. Die holen wir uns mal schnell ab. Vom lieben Ryan. Und der hat auch eine normale Quest. Ja, das ist sehr nett von ihm. Alles, was uns EXP bringt, ist nett. Alles andere ist natürlich blöd. Ja, das erste Mal, dass wir jetzt Skills lernen, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber, 8, 7, 6, 6. Okay, dann Barflor 10 und 6. Ja, die Mana 200, 900 war das, glaube ich. Ja, dann tun wir nochmal das hier. Ja, wir 10 aber höher. 8, 8. Das mit, was ich auch mal erwähnt habe, ein Skill, der die ganzen Gegner zu einem Punkt zusammenzieht. Ich glaube, ich das. Ja. Cast a Tornado to pull enemies closer together, restores MP while casting. Hold the button down to maintain this effect. Ja, heißt im Großen und Ganzen eigentlich nur, dass es ein Tornado ist, der die Gegner zusammenzieht. Ja, mein Handy hau ich, glaube ich, gleich aus dem Fenster. Ja, und dass es Mana auflädt. Also das ist auch gar nicht mal so schlecht, wenn man jetzt irgendwie Mana-Probleme hat gerade, oder ja, wenn man allzu verschwenderisch damit umgegangen ist, dann kann man das eigentlich auch einsetzen. So habe ich das jetzt verstanden. Ja, ich schätze mal, dass das dann auch so sein wird. Kann man das? Mit Erdash. Ja, join the party by pressing key. Ja, tut überhaupt nichts. Ich beende hier auch mal die Aufnahme und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also bis dann. Tschüss.